Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der mmoinfos.de Show. Und heute direkt mit einem exklusiven Blick in Cardoorn. Verdammt. Mein Kopf. Er fühlt sich an wie ein Fass voller Steine. Die Schmerzen sind unerträglich. Ich brauche unbedingt Heilung. Wo zum Teufel bin ich hier? Ja, ihr seht schon, Cardoorn fängt eigentlich an wie jedes Spiel der Gothic-Reihe. Also es lehnt sich zumindest daran an. Man übernimmt die Rolle eines Helden, der diesmal auch einen Namen hat. Landro heißt er. Wir haben uns dafür entschieden, dass der Held einen Namen hat, weil wir einfach möchten, dass wir etwas anders machen als die Gothic-Reihe. Die Gothic-Reihe nutzt ja keinen Namen für den Helden, damit der Spieler sich leichter identifizieren kann. Aber da wir um den Helden Landro einige Geschichten erzählen möchten, fanden wir es einfach einfacher und sinnvoller, ihm auch einen Namen zu geben. Ja, und man landet hier, wie man sieht, in einem kleinen Turm, in einer Mühle, genauer genommen, und weiß natürlich zunächst erstmal gar nicht, wo man denn hier ist. Na endlich, ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf. Natürlich haben wir sehr viel Wert auf die Dialoge gelegt, das heißt, wir haben uns angeschaut, was macht eigentlich Spiele dieser Art aus? Und eine der wichtigsten Komponenten ist die Dialogführung und natürlich die Sprachausgabe. Ganz zu Beginn, da bin ich ehrlich, war ich gegen eine Sprachaufnahme. So, da ist ja. Aber mit den Sprechern, die wir dann zur Verfügung hatten, konnte das Team mich sehr schnell davon überzeugen, dass es eine gute Idee war, dass wir allen Sprechern auch eine Stimme geben. Hier übrigens einer der ersten NPCs, dem man im Spiel nicht so gerne begegnet. Kannst du mir eigentlich sagen, warum du völlig bewusstlos in der Wildnis rumliegst? Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Wir haben sehr viele Charaktere genommen, die eine sehr hohe Tiefe haben. Das heißt, man kann auf den ersten Blick erkennen, was ist das für ein Typ, wie steht er zum Helden. Man kann natürlich auch bei einigen NPCs sein Ansehen verbessern und dadurch auch Vorteile im Spiel bekommen. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Elemente auch aus Spielen der Gothic-Reihe. Ich kann so nicht weiterarbeiten. Hier zum Beispiel dieser Bauer, der Probleme hat mit den Scavengern. Anstatt die Viecher zu zerlegen. Vielleicht fällt euch was bei den Scavengern auf, gegenüber den Gothic Scavengern. Den haben wir ein neues Fell gegeben. Ja, was ich euch hier zeigen möchte, ist einfach das, was die Gothic-Reihe ausmacht. Das ist nichts, was wir gemacht haben, aber was wir übernommen haben. Und das möchte ich euch beispielsmäßig zeigen für Dinge, die wir im Spiel halt wichtig finden, und zwar alles, was mit Ambiente zu tun hat. Hier halt der Schmied, man sieht im Hintergrund die Wache, die Patrouille läuft, die an ganz bestimmten Punkten halt vorbeigeleitet wird, und das sind halt so Kleinigkeiten, die unserer Meinung nach wichtig sind, die ein Spielerlebnis auch ausmachen. Ein weiteres Element sind die Zugänge, die nicht von Anfang an vorhanden sind. Es gibt also mehrere Räume und Gebiete, wie man hier sieht, mit dieser Wache, die nicht von Anfang an zugänglich sind. Und wenn man riskiert, doch dorthin zu gehen, wird man dafür bestraft. Der Tod in Gothic und auch in Cardoorn ist voller Konsequenz. Das heißt, ich werde in jedem Fall, wenn ich sterbe, tot sein, muss nur laden. So, jetzt habe ich hier mal gerade ein bisschen geschummelt und das ganze Ding hier mal auf Nacht gestellt. Man sieht, auch hier haben wir ein paar Elemente eingebaut, die uns persönlich sehr wichtig sind zur Glaubwürdigkeit. Die NPCs haben also einen Tagesablauf, der auch die Nacht mit berücksichtigt. Und man sieht die verschiedenen Lichtquellen, was ein sehr interessantes Bild auch auf die Landschaft wirft. Aus den Räumen kommt Licht, die Taverne hier. So, das hier ist dein neues Zuhause. Die Taverne, wo ich quasi im Moment lebe, sozusagen. Ja, ich werde jetzt erstmal hier ins Bett gehen und eine Runde schlafen. Und während ich schlafe, zeigen wir euch exklusiv in der mmoinfos.de Show den neuesten Trailer zu Cardoorn und wünschen euch vielleicht bald sehr viel Spaß in Cardoorn und bei euren Abenteuern zusammen mit dem Helden Landro. Wenn ihr weitere Informationen zu Cardoorn haben wollt, schaut euch einfach die Seite www.cardoorn.de an. Die mmoinfos.de Show findet ihr natürlich
mit weiteren Ausgaben auf mmoinfos.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, mir Feedback zu senden. Und natürlich freut sich auch das Cardoon-Team über euer Feedback. Dazu gibt es einen Link zum World of Gothic Forum, wo ihr euer Feedback posten könnt. So if you want